viele schnucklige Girls doch hier unten auf dem Saal zu sehen sind. Da wird mein Fegefeuer direkt noch heißer. Herzlich willkommen, das Showballett der Oesnitzer Karnevalsvereinigung und auch euch allen anderen Feierwütigen ein herzliches Willkommen hier in der Hölle zu Oesnitz. Oh nee, der ist schon wieder. Meine Presse, ich wollte einmal mit euch allen eine töpfrisch gute Party feiern. Da kommt der selbsternannte Schöpfer wieder um die Ecke und macht mir alles kaputt. Hast du im Himmel nichts zu tun? Musst du nicht irgendeine Himmelspforte bewachen, du allmächtiger Pförtner? Natürlich hätte ich genug zu tun, aber die Karnevalsvereinigung feiert ihren Saisonauftakt und unter dem Motto ob Himmel, Hölle, Frau und Mann, Gegensätze ziehen sich an. Ja, Herrgott, nochmal, da muss ich doch schon mal selbst persönlich vorbeischauen. Da hättest du aber auch deinen Sohn schicken können. Der kann wenigstens Wasser in Wein verwandeln. Schweig, Belzebub. Sonst wirst du irgendwann noch meinen ganzen Zorn zu spüren bekommen. Ja, ja. Gegensätze. Mann, Frau. Hell, dunkel. Laut und leise. Wer hat sich das Ganze eigentlich ausgedacht? Nun, Mephisto, das waren meine karnevalistischen Stellvertreter auf Erden. Du meinst doch nicht etwa... Natürlich, genau die meine ich. Na gut, wenn es sein muss. Herr Kapellmeister, bitte einen Einmarsch für unseren Elberrat. Stellvertreter sein. Die Päpste der Unsinnen, der Trunkenheit und der Vielweiberei. Naja, vielleicht sind ja ihre Seelen noch nicht ganz verloren. Die gehören schon lange zu mir. Nun gut, Lucifer, aber dann schicke ich eben noch zwei um die Herren auf die Pfade der Tugend zurückzuführen. Da bin ich mal höllisch gespannt. Herr Kapellmeister, bitte einen Einmarsch für unser Prinzen. Thank you.
Das sollen also diese Jünger sein. Naja, zum Motto passen sie ja schon mal. Mann, Frau, dick, dünn, alt, jung. Lucifer, hör auf jetzt! Ja, ja, okay, okay. Ich habe nur die Aufgabe, euch euer Prinzenpaar vorzustellen. Zu meiner Linken, ihre Feurigkeit, Prinzessin Sarah. Und an ihrer Seite ihre absolute Tollität, Prinz Sven. Bis Aschermittwoch sollt ihr bewachen, das närrische Treiben sollt verhindern, Unzucht und Inzucht. Bla bla bla. Jetzt wird geknutscht, und zwar auf Teufel komm raus, um für alle hier die Kussfreiheit zu eröffnen. Bitte. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Lasset uns beten. Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre, ja, dann möchte ich so gern ein Fischlein sein. Thank you.
die Mini-Trunkengarde der Östlitzer Karnevalsvereinigung. Auf Sie ein dreifach Donnern. OCV! Östlitz! OCV! Herr Kapellmeister, bitte einen Ausmarsch für unsere Minis!